Im Rahmen des Programms Oldenburg trägt fair, des Aktionsbündnisses Oldenburg handelt fair, spricht die Expertin Dr. Gisela Burkhardt darüber, wieso Frauen in der Textilindustrie besonders betroffen sind. Gleichzeitig wurde auch die Ausstellung Ich mache deine Kleidung, starke Frauen aus Südostasien von Femnet gezeigt. Mehr dazu Janan Barski. Zum einen sind es sehr viele Frauen, die in der Textilindustrie arbeiten, die oft die weniger bezahlten Jobs übernehmen, und die Männer sind eher Aufseher und missbrauchen auch die Funktion als Aufseher. Dann sind es Frauen, die der Mode hinterherrennen, die oft einen kleineren Geldbeutel haben, aber trotzdem das Bedürfnis, sich modisch zu kleiden und dann eben auch auf Schnäppchenjagd gehen und diese billig produzierte Mode kaufen. Heute findet eine Veranstaltung statt, die den Titel trägt Starke Frauen, Macht und Mode. Und zwar haben wir Dr. Gisela Burkhardt, die Vorstandsvorsitzende und Gründerin vom Verein Femnet, der sich dafür einsetzt, dass Frauen weltweit in Würde leben und arbeiten können. Die ist zu Gast hier in Oldenburg und wird einen Vortrag halten. 9 Frauen aus Textilfabriken in Kambodscha und Bangladesch werden in der Ausstellung porträtiert. Sie arbeiten unter härtesten Bedingungen an Kleidung, die wir täglich gedankenlos von den Kleiderständern nehmen. Besucher und Besucherinnen werden eine Menge über die Kleiderproduktion weltweit erfahren. Die Unternehmen haben eine große Verantwortung für die Arbeiter und Arbeiterinnen, die im Rahmen ihrer Aufträge produzieren. Wenn es um Qualität geht, können die immer ganz genau nachverfolgen, wo die Qualität nicht erfolgt ist, und dann da sanktionieren oder den Auftrag zurücknehmen. Aber wenn es darum geht, Arbeitsbedingungen einzuhalten, dann tun die Unternehmen so, als wäre das alles unübersichtlich und sie würden ihre Zulieferer nicht überschauen können. Das geht mit Subunternehmen. Aber die Unternehmen können, wenn sie wollen, da genau hingucken. Es gibt eine Menge, die sich tut. Es gibt das Textilbündnis, es gibt das Lieferkettengesetz, eine Forderung, dass Unternehmen gesetzlich verpflichtet werden, entlang ihrer Wertschöpfungsketten Sorgfaltspflichten einzuhalten. Und es gibt den grünen Knopf vom Entwicklungsminister Müller, der ein weiteres Siegel ist, was eigentlich nur Greenwashing ist, aber faire Mode auszeichnen soll. Das Ziel in erster Linie ist, Besucherinnen und Besucher aufzuklären. Gehofft wird aber auch, die künftigen Kaufentscheidungen der Oldenburger im Positiven zu beeinflussen. Wir wollen damit vor allen Dingen sensibilisieren und Aufklärungsarbeit leisten. Wir können jetzt nicht an der Kasse zählen, wie viele Menschen, Oldenburger und Oldenburgerinnen, jetzt Kaufentscheidungen nicht treffen oder anders treffen. Müsste ich mal mit Rainer Borgmann von Heller und Hermann sprechen, ob in seinem ethischen Kleidungsgeschäft mehr Publikum ist. Aber so lässt sich das nicht so leicht messen. Die Ausstellung Ich mache deine Kleidung, starke Frauen aus Südostasien von Femnet ist bis Anfang November im Foyer der Universitätsbibliothek zu sehen.